Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr es im Titel schon gesehen habt, machen wir heute ein Unboxing und das Paket ist richtig schwer. Also das wiegt einiges. Ja, worum geht es heute in dem Unboxing? Bookish Christmas, für diejenigen unter euch, die es nicht kennen, ist eine ganz, ganz tolle Aktion, die von der lieben Lara ins Leben gerufen wurde. Ich verlinke euch ihren Account natürlich auch unten in der Infobox. Und ja, da schließen sich jedes Jahr ganz, ganz viele tolle Autorinnen und Autoren und Blogger zusammen und stellen da ein ganz wundervolles Event auf die Beine mit ganz viel tollen Aktionen, Rabattaktionen, Signieraktionen. Es gibt Goodies, es gibt super viel lustigen Content, den ihr über Bookish Christmas auch finden werdet. Also schaut da auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Und ich habe die Ehre, dieses Jahr einer der Blogger zu sein. Wir haben alle Mann ein Riesenpaket bekommen, das ich natürlich heute mit euch auspacken möchte. Wir durften uns auch für verschiedene Autorinnen und Autoren bewerben, weil es dieses Jahr eine sogenannte Patenschaft gibt. Und ja, ich habe mich tatsächlich sehr, sehr, sehr darüber gefreut, als Lara mir sagte, wer meine Patin ist, beziehungsweise eigentlich sind es nämlich zwei Mädels. Dazu werde ich euch aber mehr erzählen, weil ich davon ausgehe, dass ihr Buch auch hier mit im Paket drin ist. Ja, ich würde sagen, ich stelle es einfach hier hin. Wir öffnen das jetzt zusammen. Wo ist mein tolles Messer? Und dann schauen wir mal, was uns da drin so erwartet. Ich muss mich aber in die andere Richtung drehen, weil ihr dann besser seht. So, ich stelle das Paket jetzt hier hin. So, und rutsche an diesen Rand und öffne das Paket jetzt. So, also hier haben wir erstmal eine Postkarte zum Bookish Christmas Event. Das Weihnachtsevent für alle, die Bücher lieben. Am 5.11.2023 live bei Instagram. Folgt uns jetzt und seid dabei. Da seht ihr auch nochmal alle Kontaktdaten. Ich werde es aber auch nochmal alles in die Infobox packen. So, achso, es sind übrigens nicht nur Autorinnen und Autoren dabei, sondern auch verschiedene Book-Merch-Shops und auch Verlage. Deshalb wird das hier ein kunterbunter Haufen an Goodies. So, da haben wir einmal, ein bisschen ausschütteln, eine Buchtüte mit einer Katze und Büchern drauf. Die wird vermutlich bei mir direkt mal mit auf die Frankfurter Buchmesse wandern, weil ja, man da, wenn man schlau ist, immer eine Tüte mitnimmt, damit man ganz, ganz viele Bücher shoppen kann. So, oh je, was hat Lara mir da alles eingepackt? Macht euch bereit für sehr, sehr viele Goodies. Sie hat mich aber auch schon vorgewarnt. So, da haben wir noch mehr von der Buchtüte. Die haben uns noch ein paar Postkarten mitgegeben. Auch die sind aber auch echt süß. Und da ist noch ein anderer Shop. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie auseinandergehalten kriege. Da ist nämlich noch ein anderer Shop dabei, den ich richtig klasse finde, nämlich der hier. Da habe ich auch schon mehrfach bestellt und die machen auch super schöne Custom Funko Pops. So, und das hier ist auch von denen, würde ich fast behaupten, wenn ich den Shop richtig auf dem Schirm habe. Das ist nämlich Cordelia Carstairs, würde ich fast behaupten. Und Melek. Sie sind einfach so toll. Sind sie nicht toll? An alle Schattenjäger-Fans, schaut unbedingt mal bei dem Shop vorbei. Aber ich verlinke euch alle Dinge auch unten in der Infobox. Also, falls ich mal irgendwie vergesse, was zu erwähnen, von wo es ist, ich schreibe es euch alles klitzeklein in die Infobox. So, Charakterkarten von Arcadia, die Auserwählten. Oder Arcadia, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. So. Schauen wir mal rein. Wer das Buch nicht kennt, sollte es unbedingt mal zur Hand nehmen. Ich habe es nämlich als E-Book gelesen. Es ist einfach nur wunderschön. Und oh, die Karten sind auch echt super, super schön. Ich beneide ja jeden, der so malen kann. Wer hat das denn gemalt?
Carmen DM Design. Für alle, die es interessiert. So, packen wir das nochmal hier zusammen. So, da ist noch ein Umschlag. Von der lieben Jasmin Meyer. Was da wohl drin ist. Vielleicht auch ein paar Charakterkarten. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr fest an. Einen Moment. So, so, so. Ach, diese Farbe ist einfach nur ein Traum. Etwas spicigere Karten mit dabei. Das ist wohl der zweite Band. Ja, da ist Feuer dahinter. Das ist auf jeden Fall ein... Ja, so rum vielleicht. Ein nicht ganz spicefreies Buch oder eine nicht ganz spicefreie Buchreihe. Aber ich bin direkt schon on fire, weil ich sie lesen möchte. So, hier kommen noch mehr Karten. Ich hole das jetzt hier einfach mal so raus. Die goldene von Jella Banks. Da gibt es ein Lesenzeichen dazu. Ewig und wir, Herbstgewitterküsse. Also ich habe jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele Lesezeichen. Vielleicht werde ich ein paar an euch verlosen. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das mache. Ah, das ist auch nochmal ewig. Die Ewig-Trilogie. Und das ist die goldene. Die gehören wohl scheinbar zusammen. Dann noch mehr Lesezeichen. Das ist gemalt von der lieben Asuka Leonera aus dem Dunkelstern Verlag. Nämlich für meine lieben Poppies. Aber das lege ich mal zur Seite, weil da möchte ich euch gleich noch mehr dazu sagen. Ich lege das auch mal zur Seite. Jetzt kam hier noch ganz viel von meinen Paten. Die lege ich jetzt erstmal zur Seite, weil wir das ein bisschen überspringen und dazu nachher nochmal kommen. Dann gibt es hier von Buchmädchen, die sind nämlich auch dabei, auch noch ein Lesezeichen. Eine weihnachtliche Postkarte. Und was ist es hier? Wir freuen uns, dass du dich für eine unserer Kerzen entschieden hast, von Buchmädchen. Also, da wird wohl irgendwo noch eine Kerze drin sein. Hier ist eine Kerze mit drin. Von Buchmädchen. Santa's Favorite Book. So sieht die von innen aus. Ich kann euch nicht sagen, nach was es riecht. Irgendwie sehr gewürzlastig, würde ich sagen. Vielleicht irgendwas in Richtung Lebkuchen oder so. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir hier noch mehr Postkarten und Lesezeichen. Lesen kannst du später, jetzt sollst du schreiben. Deine Muse. Das ist mal eine gute Ansage. Ich müsste nämlich langsam noch mal schreiben. Zeit für mich, sei kreativ. Deine Muse. Lesen kannst du später, jetzt sollst du arbeiten. Die sind sehr witzig. So, und jetzt haben wir ganz lange Lesezeichen. Wir Menschen sind zerbrechlicher, als wir es uns oft eingestehen wollen. Wahre Worte. Peace of my soul von der Andrea Benesch. Wenn aus Tränen Worte und aus Worten Gedichte werden. Auch von der lieben Andrea. Zwei sehr große Lesezeichen. Das Gewicht der Welt in meinen Worten. Auch von Andrea. Also ich werde euch die Autoren natürlich auch alle verlinken. Also Andrea hat sehr viele Lesezeichen. Ich wusste gar nicht, dass sie schon so viele Bücher geschrieben hat. Aber da kommen noch mehr. Das sind wirklich sehr, sehr viele. Finde ich aber gut. Da hat man immer so ein bisschen Auswahl. So, was ist hier? Ah, von Bücherwurm Lettering. Ich finde der ihre Sachen auch immer so schön. Das gehört auch zu den Büchern von Andrea. Noch mehr Andrea. Ich wusste wirklich nicht, dass sie so viele Bücher geschrieben hat. Aber das ist sehr gut zu wissen. Wir machen einfach weiter mit ihr. Ah, das sind dann die Postkarten quasi zu allen Lesezeichen, würde ich jetzt fast mal behaupten. So, Hope and Fear. Und dann haben wir noch eine. So, das waren quasi die Postkarten zu den langen Lesezeichen. Und was ist das hier? Das sind
auch Karten von Andrea. Also Lara, du hast es mit Andrea bei mir sehr gut gemeint. Da sind super viele Goodies mit drin, also mit wunderschönen Sprüchen. Finde ich ja für sich immer sehr toll, so rum. Das eignet sich zum Beispiel hervorragend als Dekoration im Bücherregal, so als Hintergrund zwischen den Büchern oder so eine Kerze davor. Sehr, sehr schön. Und da kommen die ganzen Bücher, aber wir haben an der Seite noch mehr Goodies. Kolibri-Notizen von Patricia Renaud. Ich muss immer vor mein Gesicht halten, damit meine Kamera scharf stellt. Uiuiui. Da haben wir noch eine ganze, ganze Menge Lesezeichen von Bad Boys of Vancouver, von vom Rosenfluch, von den Ringchroniken. Also wir haben hier sehr, sehr viele. Ich werde definitiv ein paar an euch verlosen. Verlieb dich weltweit. Travel Love Stories Flamingo Tales. Der Verlag, der ist auch für mich sehr, sehr interessant, weil die so romantische Geschichten schreiben. Und ich da die ganze Zeit schon reingucken will. Aber dann nochmal von der Jasmin Meyer. Ein Weihnachtsbuch oder winterlich angehauchtes Buch. Die Gilde der Iris. Also da sind echt so viele gute Sachen drin. Ach, Colors of Libra, das steht auch schon ewig auf meiner Wunschliste. Die Karte ist auch super schön. Guck mal, wie schön die gezeichnet ist. Ja, noch mehr Lesezeichen vom Lebensgut Verlag. Und noch mehr Postkarten von der Sandy. Und was ist der nächste, letzter Schritt? Von der Jule. Da habe ich, wenn ich das richtig weiß, nämlich auch genau dieses Buch mit drin. Da hatte ich nämlich mit der Lara schon drüber gesprochen. Und das hatte ich euch ja auch schon erzählt, was da lustigerweise passiert ist. Also noch mehr Lesezeichen. Das sieht sehr witzig aus. Ich bin ja so ein VW-Fan. Also VW-Bus-Fan. So, ihr Liebeleins, was haben wir hier noch? Manipura, das Geheimnis der Seelenjuwelen. Da hat sie mir einen Schlüsselanhänger mit reingepackt. Der ist auch richtig süß. Mit einem kleinen Drachen. Wie heißt der? Aoi. Dann haben wir, ausnahmsweise mal keine Lesezeichen, Grace Romance and Thrill. Noch eine Kerze. Nur Deko, nicht anzünden. Steht unten drauf. Das ist sehr gut zu wissen. So, seht ihr das? Glitzer, Glitzer, Glitzer. Was schade. Die riecht nämlich sehr gut. Die wäre wahrscheinlich sehr schön zum Anzünden. So, dann haben wir Purple Flames by Becker. Das ist wahrscheinlich die Erstellerin dieser Kerze, würde ich jetzt fast mal behaupten. Oder vielleicht die Erstellerin von dem hier. Ich bin noch nicht ganz schlau draus geworden. Wir finden es jetzt zusammen raus. Oh nein, das gehört hierzu. Diese Kerze hat die liebe Rebecca gemacht, oder Becker gemacht. Have a very bookish Christmas. Das ist richtig cool. Weil es einfach voll auf die Auktion abgestimmt ist. Oh, es riecht auch mega gut. Ich weiß nicht nach was. Aber so Toffee-mäßig riecht's. Ich werde berichten, wenn ich sie angezündet habe. Ja, ich bin ein Mensch, ich zünde Kerzen an. So, dann haben wir hier noch eine Lichterkette. Auch immer sehr gut für Weihnachten. Die kann ich sehr gut in meine Buchbilder auf Instagram mit einfügen. Einflügen. Das Geheimnis des Duke. Haben wir hier noch einen Bleistift. Und dann haben wir von Patricia Renaud, wenn ich das richtig sehen kann, Zeit für funkensprühende Romantik. Noch einen Stift. Dann haben wir hier noch Gummibärchen. Dann haben wir... raus. Also Lara hat es wirklich sehr gut gemeint. Jetzt haben wir hier noch Leseproben. Noch mehr Postkarten. Frohe Weihnachten. Noch viel, viel mehr Postkarten. Noch viel, viel mehr Lesezeichen. Die
würde von Medina. Ist witzig, muss ich einem Freund von mir schicken, der kommt nämlich aus Medina. Noch mehr Postkarten, noch mehr Leseproben. Ja, die sind auch sehr schön, diese Lesezeichen. Ach, der Sternfeder Verlag hat hier auch ein wunderschönes Päckchen geschickt oder mit eingelegt. Charakterkarten. Noch mehr Karten. Falls es euch langweilt mit den ganzen Karten, es tut mir leid. Ich wusste auch nicht, dass hier so viele Karten drin sind. Sonst hätte ich sie euch nicht alle einzeln gezeigt. So. Und dann noch mehr Leseproben und Karten und einfach super viel. Aber jetzt habe ich euch 15 Minuten gefühlt alles Mögliche gezeigt. Falls ich es nicht doch noch kurze. So, muss ich mich mal kurz hier hinknien und euch mal ein Stückchen zurückschieben. Jetzt kommen wir nämlich zu dem, was euch vielleicht doch etwas mehr interessiert. So, jetzt kann ich mich wieder hinsetzen. So, fangen wir nämlich mit den Büchern an. Ein Tropfen Glück. Kolibri-Herzschlag. Und da ist noch... Ach Gott, ist das süß! Seht ihr das? Ich muss ganz nah kommen. Da hängt so ein kleiner Glastropfen dran. Ach, ist das süß. Ein Tropfen Glück. Tatsächlich. Und das ist das Buch dazu. Kolibri-Herzschlag, Patricia Renaud. Ich werde euch jetzt den Klappentext vorlesen. Und dann machen wir weiter mit den anderen Büchern. Laura und Jasper sind früh Eltern geworden und führen ein harmonisches Leben. Diese Idylle wird jäh unterbrochen, als ihre 14-jährige Tochter auf eigenen Wunsch in ein Sportinternat zieht. Plötzlich hat Laura Zeit zum Nachdenken und in ihrem Kopf werden bohrende Fragen wach. Will sie beruflich mehr erreichen? Ist sie eigentlich glücklich? Und wohin ist das Herzklopfen verschwunden, das Jasper immer bei ihr ausgelöst hat? In dieser Situation wird Laura wieder an den verrückten Pakt erinnert, den die beiden am Tag ihrer Hochzeit geschlossen hatten. Jeder durfte einen Prominenten benennen. Sollte sich in der Ehe jemals die Chance ergeben, eine Nacht mit diesem Promi zu verbringen, wäre das ohne Konsequenzen erlaubt. Nie hätte Laura erwartet, dass das jemals passieren würde. Aber dann steht sie dem sexy Rockstar Cosmo tatsächlich gegenüber und ihre Welt gerät vollends ins Wanken. Klingt auf jeden Fall schon sehr, sehr lustig. Dann kommen wir zu dem Buch, das ja schon einmal bei mir eingezogen ist, aber da werde ich auch definitiv ein Exemplar an euch verlosen. Das hier ist so ein richtiges Weihnachts-Weihnachtsbuch. Also das schreit ja quasi förmlich schon Weihnachten und ich bin auch schon sehr gespannt. Ich habe es schon hier auf der Couch liegen, weil ich es unbedingt als nächstes anfangen möchte. Ja, ein Exemplar geht an euch. Also ich werde da auf jeden Fall ein großes Gewinnspiel aufziehen und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Was wäre Weihnachten ohne Magie, Familie und Liebe? Claudia Hagendorn hat ihr Leben an die Wand gefahren. Kurz vor Weihnachten landet sie völlig verschuldet und mittellos nach einer gescheiterten Auswanderung wieder bei ihren Eltern und fühlt sich wie die größte Versagerin. Weihnachten würde sie am liebsten für immer streichen. Doch dann erbt sie einen magischen Adventskalender von ihrer verstorbenen Oma. Die geheimnisvollen Botschaften darin erweisen sich als Rettungsanker. Inmitten der Dunkelheit findet Claudia neuen Mut, denn der Kalender enthüllt ihr wahres Weihnachtswunder. Ihr das wahre Weihnachtswunder ihres Lebens. Oh, das nächste Buch, das steht auch schon ewig auf meiner Wunschliste. Ich wollte es unbedingt haben und Lara, danke, dass du es mit eingepackt hast. Ich liebe dich dafür. Nämlich hier, ein Schloss aus Silber und Scherben von Ariane L. Silvers. Wir folgen uns gegenseitig schon ewig und ich bin so froh, dass sie das Buch hier mit eingepackt hat, dass ich es endlich lesen kann. Weil wir stärker sind, als wir glauben, hat sie hier reingeschrieben. Mega, mega schön. Da freue ich mich gerade wirklich super doll drüber. Willkommen im Schloss der 1000 Spiegel. Zum Wohl ihres verarmten Königreichs würde die junge Prinzessin Maren alles tun. Dessen ist sie sich ganz sicher. Bis sie in das berüchtigte Schloss aus Silber und Eis geschickt wird, um den viel zu reichen und viel zu attraktiven Lord Villaret zu heiraten. In einen Mann, den sie eigentlich niemals wiedersehen wollte und den sie leider viel zu gut kennt. Doch um ihr sterbendes Land zu retten, bleibt Maren nichts anderes übrig, als in das Schloss ihrer Albträume zurückzukehren, wo tagsüber funkelnde Bälle gefeiert und nachts finstere Kreaturen durch die Korridore streifen, von denen eine an Maren ganz besonders interessiert zu sein scheint. Und während Maren vergeblich versucht, sich nicht noch einmal in den hinreisenden Lord zu verlieben, der ihr Leben ruiniert hat, verstrickt sie sich immer tiefer in ein feines Netz aus Lügen und Intrigen, das sie bald weit mehr als nur ihren Kopf kosten könnte. Dann gibt es noch etwas Spice für den Winter, zumindest wenn der Titel Programm ist.
Das habe ich nämlich auch noch mitbekommen. Hot Kisses for Christmas. Und das klingt definitiv nach, ja, Feuer, Leidenschaft, Spice und Küssen. Den Rausschmiss aus der Elitetruppe der New Yorker Polizei hat sich Ethan selbst zuzuschreiben. Das Schlimmste daran ist jedoch, zum Jahresende in ein Kleinstadtnest mitten im Nirgendwo abgeschoben zu werden. Eine echte Katastrophe. Der einzige Lichtblick ist die süße Kaffeebesitzerin Darlin, die nicht nur bildhübsch ist, sondern obendrein Feuer im Hintern hat und Ethan gehörig den Kopf verdreht. Heiße Küsse im Schnee sind daher unvermeidlich und machen Lust auf so viel mehr. Aber der neue Deputy steht im Fokus der ganzen Kleinstadt und bringt die althergebrachte Ordnung schon ohne eine heiße Affäre völlig durcheinander. Als ein Brand jeden in helle Aufregung versetzt, muss Ethan beweisen, wie gut er in seinem Job wirklich ist. Und Darlin trifft eine folgenschwere Entscheidung. Dieses Weihnachtsfest wird so richtig hot. Ich glaube auch. Das nächste Buch ist tatsächlich auch eins, das ich super, super gerne lesen wollte. Das habe ich der Lara auch gesagt. Gefühlvoll von der Katrina Werde. Wir durften ja so ein paar Bücher nennen, auf die wir uns besonders freuen würden. Ja. Oh, das hier wurde in Thalia in Korneuburg gekauft. So, gut zu wissen. Birdie ist selten im Stress. Mit ihrem Freund Rafa verbringt sie ihre Wochenenden in Venedig oder Paris. Und auch sonst gondelt sie gerne von Event zu Event. Als Birdie aus heiterem Himmel von Rafa verlassen wird und der darauffolgende therapeutische Shoppingtrip weitreichende Konsequenzen mit sich bringt und dann steht plötzlich auch noch Lonnie vor ihr, den sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hat. Lonnie ist selten im Stress. Abends mixt er Cocktails in einer Bar eines Hotels. In seiner Freizeit widmet er sich gutem Kaffee und selbstgebranntem Schnaps. Doch eines Abends trifft er seine längst vergessene Teenagerliebe Birdie wieder. Und auch sein Vater verlangt in diesem Sommer plötzlich eine lebensverändernde Entscheidung von ihm. Ich habe euch eben noch davon vorgeschwärmt, wie schön ich das Cover finde. Und jetzt habe ich das Buch einfach auch hier mit drin von der lieben Jasmin. Ich freue mich schon. Oh, zur Abwechslung noch ein Lesezeichen. Sehr gut. Ja, das ist anscheinend der erste Band, würde ich fast mal behaupten. Die Vergangenheit kann dich prägen, doch sie macht dich nicht aus. Das sind auch wieder sehr, sehr wahre Worte. Der Buchschnitt ist auch super schön. Ich wusste gar nicht, dass das Buch überhaupt einen hat. Also da freue ich mich auch schon ultra drauf. Also Lara, du hast wirklich sehr, sehr gute Bücher für mich ausgesucht. Ich bin dir sehr, sehr dankbar. Zwischen Vergangenheit, Hoffnung, Liebe und Schmerz. Marie Evans steht vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Das mit gerade einmal 21 Jahren. Belogen und betrogen von den zwei wichtigsten Menschen in ihrem Leben, ist sie nun ganz allein im fremden Manhattan, New York City. Als sich zudem herausstellt, dass ihr neuer Chef Brian Clark nicht nur arrogant und reich, sondern auch höllisch heiß ist, kommt ihr Vorsatz, endlich ihr Leben neu zu ordnen, eine weitere Herausforderung. Auch Brian wurde in seiner Vergangenheit durch einen schlimmen Vorfall für immer geprägt. Als er Marie kennenlernt, weckt sie in ihm den Wunsch, ein unbeschwerter Mann zu sein. Doch hat er sein Herz seitdem für immer verschlossen und lebt in einer Welt voller Selbstzerstörung, Macht und Gier. Kann er auf sein Herz hören oder wird die Vergangenheit siegen? Und dann kommen wir last but not least zu dem Buch, das ich euch die ganze Zeit schon, ja, von dem ich euch schon mehrfach auf Instagram erzählt habe und von dem ich die Goodies beiseite gepackt habe, nämlich, ihr habt es bei Instagram vielleicht auch schon gesehen, wir haben es schon offiziell gemacht, ich darf nämlich die Patenschaft für die lieben Poppies übernehmen. Poppy A. Robin, das ist nämlich ein Zusammenschluss von zwei ganz, ganz, ganz wundervollen Mädels. Ich durfte sie auf der MagicCon kennenlernen, persönlich. Lou und ich waren in der Lesung. Lou ist lustigerweise, also meine Freundin Lou, ist lustigerweise ihre erste offizielle Bloggerin gewesen. Und ja, wir haben uns die Lesung angeguckt und einen Morgen waren wir auch zusammen frühstücken. Es war richtig schön und ich denke, wir stellen da was richtig, richtig Cooles auf die Beine. Das ist jetzt der erste Band ihrer Reihe, natürlich auch mit Widmung. Jeder kann seine Sterne neu ordnen. Also was heißt mit Widmung? Mit Signatur. Ja, und da hat mir die liebe Lara auch super viele Goodies mitgebracht. Das hier zum Beispiel ist eine Zeichnung von der lieben Azuka Leonera. Die hat nämlich alle Zeichnungen für die beiden gemacht. Das sind unsere Protagonisten von Sterndämmerung. Und dann haben wir natürlich auch noch Lesezeichen zu allen drei Büchern. Also es ist eine dreiteilige Reihe, die auch jetzt schon abgeschlossen ist. Und dann haben wir hier natürlich auch noch eine weitere Zeichnung, auch von der lieben Azuka. Ich mag ihre Zeichnung so, so, so gerne und finde das auch super cool, dass irgendwie ich jetzt Patin für ein Buch sein darf,
bei dem ich auch die Designerin der Goodies super gut finde. Also ich hätte es nicht besser treffen können und ich freue mich da wirklich super, super, super doll drauf. Ja, hier habt ihr nochmal den ersten Band. Ich würde euch jetzt den Klappentext vorlesen und er ist recht kurz und auch sehr speziell. Und da haben die beiden nämlich auch bei ihrer Lesung auf der MagicCon davon erzählt, warum das so ist. Aber die Frage, die würden wir vielleicht mal bei einem Q&A oder sowas beantworten. Also ich habe da ganz, ganz viele Ideen, die ich mit den beiden noch durchgehen möchte. Das wird richtig, richtig cool. Also freut euch da auf jeden Fall auf was Spannendes. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. 12 Götter, 9 Welten, eine Sehnsucht. Du glaubst, die Geschichte der antiken Götter zu kennen. Du glaubst, um ihr Schicksal zu wissen. Das dachte ich auch. Aber wir täuschen uns. Beide. Kein großer Klappentext, nicht viel Tamtam und trotzdem möchte man wissen, um was es geht. Lieben wir. Ja. Ihr Lieben, das war die Bookish Christmas Box, die mir die liebe Lara zugesendet hat. Ich sitze hier jetzt in einem Haufen von Büchern und Lesezeichen und Goodies und Merch und Stuff. Ich werde das jetzt erstmal aufräumen. Vorher verabschiede ich mich aber noch von euch. Ich werde euch natürlich alles, was ich heute erwähnt habe und gezeigt habe, in die Infobox packen, damit ihr auch nachschauen könnt, was ihr wo erwerben könnt, was ihr wo nachlesen könnt. Fühlt euch frei, fühlt euch gedrückt. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!